Der Fall. Am 21. August 2013 in der Region Ghouta bei Damaskus sterben nach einem Giftgasangriff mit Sarin mindestens 1300 Menschen. Für die deutschen Medien stand der Schuldige sofort fest. Schon wenige Wochen nach dem Sarin-Angriff berichteten zwei europäische Journalisten, Pierre Piccinin und Domenico Chirico, die von syrischen Rebellen als Geiseln genommen wurden, dass die Rebellen unter sich besprachen, dass sie selbst für den Giftgasangriff in Ghouta verantwortlich sind. Der mehrfach ausgezeichnete US-amerikanische Investigativjournalist Simon M. Hirsch, Gewinner des Pulitzer-Preises, vermutet, dass er die türkische Regierung und die radikal-islamistische damalige Al-Nusra-Front hinter dem Anschlag stecken. Laut Hirschs weiterer Recherche habe der britische Geheimdienst Proben des eingesetzten Sarins analysieren können und festgestellt, dass die chemische Zusammensetzung des verwendeten Gases keinem der Fertigungslose im Bestand Assads Armee entsprach. Im Jahr 2013 wurde Assad schon einmal zu Unrecht beschuldigt, Giftgas gegen seine Bevölkerung eingesetzt zu haben, wie die hochrangige UN-Ermittlerin Carla Del Ponte bestätigt. What appeared on to our investigation that was used by the opponents, by the rebels, and we have no indication at all that the government, Syria, the authority of the Syria government have used chemical weapons. Die Medienberichte, die Assad unmittelbar nach dem Angriff in Ghouta zu Unrecht für den Einsatz von Giftgas beschuldigt hatten, haben sich größtenteils bis heute mit einer Gegendarstellung zurückgehalten. 2013, schon einige Jahre her, allerdings heute sieht das nicht anders aus. Wir haben uns mal die Schlagzeilen nur aus dem September angeschaut und wirklich festgestellt, man macht es nach wie vor. Die Deutsche Welle, die Zeit und so weiter. Sie titeln wieder Chlorgasangriff, Assad ist der Täter oder Russland oder wer auch immer. Aber wie kommt die da drauf? Wir haben mal genauer hingeschaut, woher nehmen die Fakten? Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehr als 150 Toten und Verletzten. Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Hört sich erstmal ganz gut an, ist es aber nicht. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, auf die sich ja wirklich alle Artikel beziehen, die wird von einem Mann geführt, der in England lebt und das letzte Mal im Jahre 2000 in Syrien war. Wer dieser Mann ist, das hat mal ein Kollege von RT International versucht herauszufinden. Sorry. Kennen Sie den Mann, der hier lebt? Wir wollen ihn interviewen. Ich mache einen Film. Hier wohnt Rami Abdulrahman. Von hier aus betreibt er eine Webseite. Es geht um Syrien und wir machen einen Film darüber. Der Mann, von dem ich rede, heißt Rami Abdulrahman. Er ist die Top-Nachrichtenquelle für den syrischen Bürgerkrieg. Er wird auf Wikipedia, bei der BBC, dem Guardian und überall zitiert. Haben Sie gewusst, dass Coventry der Ort ist, wo so ein Mann lebt? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte gehofft, dass Sie in der Nähe sind. Ich frage Sie und ich habe Sie heute früh angerufen. Ich werde nicht lange bleiben und Ihre Adresse nicht veröffentlichen. I know, but I am not leaving my home and only my daughter and my wife. How you can lock him and you make him stay?
Wir sind jetzt aber nicht die Einzigen, die das rausgefunden haben, sondern die ARD hat das Ganze schon im April rausgefunden und trotzdem verwendet man die syrische Beobachtungsstelle weiterhin schön als Quelle. Die ARD beschreibt das Ganze so: Mit mangelnder Neutralität könnte man zwar leben, wenn man davon weiß und wenn man sie benennt. Wenn ich eine Quelle habe, die nicht neutral ist, dann brauche ich die nicht zu benennen. Das Beste, was ich dann machen kann, ist, sie einfach zu ignorieren. Aber das Schlimme ist ja, die ganzen Schlagzeilen, die wir euch vorhin gezeigt haben, die benennen die mangelnde Neutralität ja noch nicht mal. Es gibt allerdings noch eine zweite Quelle, die ja auch noch sehr gerne verwendet wird. Und zwar sind das die White Helmets. Jetzt sind ja also auch gerade mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden, für die hervorragende Arbeit, die sie leisten. Allerdings als Nachrichtenquelle nicht wirklich zu gebrauchen. Die tweeten immer mal wieder ganz gerne alte Fotos neu, so würde ich es einfach mal bezeichnen. Und zwar wirklich, wie wir hier sehen können, ein und dasselbe Foto zweimal getweetet. Das Ganze ist leider dann auch nochmal passiert. Ein und dasselbe Bild, das haben sie dann, wie man hier wieder sehen kann, erneut doppelt getweetet. Blöd gelaufen, als Nachrichtenquelle ebenfalls durchgefallen. Es ist aber so, es gab ja noch diesen Anschlag, sag ich mal, auf den UN-Konvoi, und da war ja auch ein White Helmet direkt vor Ort und hat als Zeuge, ist ja weltweit durch die Nachrichten gegangen. The Refugee Agency, the UN Refugee Agency, this is full of blanket from the Refugee Agency. Blöd nur, dass derselbe Mann 2014 dieses Foto auf Facebook gepostet hat. Auch hier gilt, eine neutrale Nachrichtenquelle sind die White Helmets nicht. Und wenn wir jetzt schon über den Angriff auf den Hilfskonvoi sprechen, dann möchte ich euch eine Bildschlagzeile nochmal hier verdeutlichen. Und zwar soll angeblich, wir sehen es hier, die Schlagzeile Steinmeier Doppelpunkt Russenangriff auf Konvoi. Terroristische Tat kommt dann nochmal in Anführungsstrichen. Aber wenn unser Außenminister so schnell in der Verurteilung wäre, dann hätten wir, glaube ich, ein diplomatisches Problem. Wir haben mal geschaut, was der wirklich gesagt hat. Dieser Angriff auf den humanitären Konvoi ist eine abscheuliche, ist eine terroristische Tat, die wir auf das Allerschärfste verurteilen. Gott sei Dank hat der Herr Steinmeier nicht ganz so harsch gesprochen, wie die Bild getitelt hat. Ansonsten hätten wir, glaube ich, allgemein ein Problem in Deutschland. Was sollen wir tun? Wir müssen aufklären. Das ist leider sehr, sehr schwierig, denn da beginnt schon wiederum die Machtfrage. Die Medien befinden sich ja nicht in der Hand der Rentner, der Hartz-IV-Empfänger oder der Arbeitnehmer mit niedrigen Löhnen, sondern sie befinden sich in der Hand derjenigen, die eben auf der anderen Seite sind. Heißt das, die Medien pushen auch eine neoliberale Agenda? Aber selbstverständlich. Und wie macht man das fest? Wie kann man das ganz praktisch feststellen? Das kann man ganz praktisch feststellen, indem man aufmerksam zur Kenntnis nimmt, was da geschrieben und was gesagt wird. Und dann wird man eben nie irgendwo lesen, beispielsweise in einem großen Medienkonzern, dass ein Milliardär, und da gibt's ja Milliardäre, ein Räuber ist. Dann würden die Redakteure sofort rausfliegen. Sie müssen also das Lied derer singen, dessen Brot sie nehmen. Und das ist überall in der Welt so. Die Zuschauer und Konsumenten müssen das nur wissen. Sie müssen sich immer die Frage stellen, wessen Interesse wird er eigentlich vertreten? Was einige allerdings vielleicht noch nicht über Madonna wissen, berichtete Focus Online am 22. März 2007, nämlich: Die Popsängerin erlaubt ihren Kindern zu Hause nicht, Fernsehen zu schauen. Madonna verbietet ihren Kindern das Fernsehen, weil sie durch ihre jahrelange Erfahrung genau weiß, welche Gefahr vom Fernsehgerät und speziell vom heutigen Fernsehprogramm ausgeht. Horrorfilme, die Angstzustände hervorrufen, Actionfilme, die Gewalt verherrlichen, Nachrichten, nach denen man sich zu richten hat, oder einfach Unterhaltung, die den Geist unten hält. Das Wort Unterhaltung, auf Englisch Entertainment, ist bekannt auch durch die ProSieben-Werbung We Love to Entertain You, also wir lieben es, euch zu unterhalten. Das Wort Entertainment besteht aus drei einzelnen Worten, nämlich Enter, Tain und Ment. Enter bedeutet, dass etwas hereinkommt, Tain bedeutet, dass etwas in Besitz genommen wird, und Ment heißt, dass es ausgeschaltet wird. Mit anderen Worten, Kino beginnt, Fernseher geht an, gleichzeitig wird das Gehirn beeinflusst und der Geist abgeschaltet.
Thank you.